und Herren, ich begrüße Sie. Machen wir in der Vorlesung weiter. Den Branchline-Coupler haben wir das letzte Mal, glaube ich, gehabt, der Tor 1 und 4 entkoppelt und die Leistung, die an Tor 1 angeboten wird, auf Tor 2 und 3 gleichmäßig verteilt und zwischen den beiden noch eine Phasendrehung von 90 Grad hat. Erzeugt. Entschuldigung. Ich habe etwas aufgerüstet. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht. Aber es macht es wahrscheinlich nur noch statischer. So, wir haben ja schon die gekoppelte Mikroschleifenleitung kennengelernt. Ne? Also einfach zwei Mikroschleifleitungen nebeneinander. Was wir damals als Bug diskutiert haben, kann ja auch ein Feature sein. Meine Ingenieure sind ja so ein bisschen so gestrickt, dass sie aus allem, was irgendwie schief geht, dann doch irgendwas machen, was man nutzen kann. Also über Chemiker sagt man ja, Chemiker machen aus Gold. Ne? Schaffen es also aus Abfällen irgendwas zu machen, was man tatsächlich sinnvoll brauchen kann, so Kunststoffe oder PVCs oder irgendwie sowas. Ne? Also, aber bei Ingenieuren ist es halt auch so. Ne? Also aus manchen Bugs kann man echt ein Feature machen. Und hier haben wir einfach die zwei nebeneinander liegenden Mikroschleifenleitungen, die ihn dann natürlich koppeln oder miteinander koppeln. Und diesen Kopplungsfaktor kann man eben angeben über in dB jetzt hier C gleich 20, 20, weil das ja um die Aptitude geht, 1 minus die Kopplung, das Koppelverhältnis hier, C, das ist die Gleichtaktwelle minus Gegentaktwelle durch Gleichtaktwelle plus Gegentaktwellenimpedanz, immer so ist der richtige Ausdruck natürlich davon, und mal eine trigonometrische Funktion der elektrischen Länge eigentlich der Leitung. Wenn Sie das hier auf Lambda Viertel setzen zum Beispiel, dann haben Sie hier die maximale Kopplung. Bei Lambda Viertel ist nämlich das hier 0, der Teil, und der hier wird 1, also 90 Grad. Und dann haben wir hier 1, die Kopplung ist gleich 20 dB, 1 durch C. Und es wird bei Beta L gleich, Lambda halbe 0, also bei 90, bei 180 Grad. So, warum hatte ich gestockt? Weil ich mir gedacht habe, können wir das machen? Das hätte ich jetzt gerade vielleicht mal besser nachgeguckt. Ich mache es mal eben an. Das kann sein, dass das jetzt ein bisschen langweilig wird. Was ich nachgucken wollte, ist, ob wir hier gekoppelte Leitungen haben. Ja, genau. Wir haben hier nämlich gekoppelte Mikroschleifenleitungen drin. Und da können wir es mal gleich ausprobieren. Fahrt mal den hoch, den Qux. Können wir es nämlich ausprobieren. Nehmen wir mal einen Epsilon R von 4. Eine Höhe von 0,5 mm. Wir machen die mal weit auseinander, dass wir zunächst mal sehen, was eine 50 Ohm Leitung für. Ich zeige es Ihnen natürlich gleich nochmal langsamer. Nehmen wir mal 45 und andersrum. Ups, das hätten wir gerne Millimeter alles. So, also, wir haben das, was wir schon wussten, nochmal verifiziert hier. Ich habe jetzt hier einfach mal als Beispiel rausgewählt, gekoppelte Microstripline mit dem Epsilon R gleich 4,0, einer Höhe gleich 5 Millimeter. Daraus resultiert, dass hier bei 10 Gigahertz, okay, nehmen wir mal 1 Gigahertz, das reicht erstmal. Nehmen wir mal 5 GHz. Genau. F gleich 5 GHz. Dann hat eine Z gleich 50 Ohm Leitung. Eine Weite hätten wir vorher ausrechnen können von ungefähr 1 mm. Das ist aber das, was hier oben auch rauskommt. Wenn ich die beiden nämlich ziemlich gleich mache, dann sind sie sehr weit auseinander und dann habe ich eigentlich die isolierten Leitungen. Also ich kann hier auch nochmal versuchen, das Ganze mit 52 und 48 Ohm zu machen. Da kommen wir auf 1 Millimeter, diese 20 Mikrometer, die da am Ende noch mit dazukommen, die lassen wir unter den Tisch fallen. So, jetzt versuchen wir mal einen 10 dB Koppler zu bauen.
Das heißt, wir brauchen ein C, die Couple Ratio von irgendwie 0,316. Und die ist ja C, war doch definiert als ZE minus ZO durch ZE plus ZO. Und wir wissen nun ungefähr, ZE plus ZO halbe ist ungefähr das Z, was wir da oben haben. Woher wissen wir das? Also, weil eigentlich das geometrische Mittel, nicht das arithmetische, das ich hier hingeschrieben habe, das ist einfacher. Ne? Das geometrische Mittel von Z, also ZE mal ZO, Wurzel draus, ist genau das hier. Aber das geometrische Mittel ist ungefähr, wenn die beiden nicht zu weit auseinander sind, das arithmetische Mittel. Also setze ich das mal so an, weil das steht nämlich schon fast hier. Deswegen, ne? So. Und dann haben wir hier gleich 2 ZE minus ZO durch Z und dann kommen wir auf C halbe mal Z gleich ZE minus ZO. Das können wir gerade ausrechnen, wenn wir einen Taschenrechner hätten oder auch meinetwegen ein Emacs oder so. Das ist. Das sind ungefähr 7,9 Ohm. Also sagen wir ungefähr 8 Ohm. So, heißt 4 Ohm nach oben weg, 4 Ohm nach unten weg. Dann ist das hier 54 zu 46. ZE gleich, was hatte ich jetzt gesagt, 54 Ohm, ZO gleich 46 Ohm. Die Länge, die wir haben wollen, soll ungefähr Lambda Viertel sein. Das entspricht 90 Grad. Hier habe ich 360 eingetragen, ich nehme hier mal dann die 90 Grad rein. Synthetisiere das und komme auf 8,5 mm. Habe also jetzt folgende Werte hier für W gleich 1,02 mm, S gleich 0,81 und L gleich 8,54 mm. Gut, so, was machen wir jetzt mit den Werten? Zunächst könnten wir die natürlich einsetzen in die Formel, die wir eben da hatten. Wir können auch gleich hergehen und können das hier über, haben Sie gesehen, was ich gemacht habe? Hier execute, copy to clipboard. Dann kopiert er mir das rüber. Ja, hat hier einfach ein Viertor gebaut. Das deckt sich in etwa mit dem, das sieht in etwa so aus wie das, was ich im Skript auch habe, nämlich das Teil hier. Nicht? Doch. So, und was haben wir hier dran? Wir haben hier einmal die gekoppelte Mikrostreifenleitung, also Microstrip Transmission Line coupled. Wir haben das Substrat hier definiert. Das ist die Platine, ne? Substrat ist schlau für Platine. Und wir haben hier Ports. Das sind Messanschlüsse, wie Sie sie vom Netzwerkanalysator kennen können würden. Sie gucken so kritisch. Wie ist so schnell? Naja, das ist ja auch in Ordnung. Bremsen Sie mich, wenn Sie meinen, wenn es zu schnell geht. Ne? So. Hier unten steht jetzt, was er machen soll, nämlich S-Parameter ausrechnen.
Deswegen S-Parameter Simulation ergibt hier an, wo die Startfrequenz, wo die Stoppfrequenz ist. Das ist natürlich ein bisschen irrsinnig, finde ich jetzt hier. So 0,5 GHz bis 50 GHz finde ich ein bisschen viel. Ich meine, lass uns mal bis 2 gehen, das reicht dann auch. Und die Anzahl können wir ein bisschen höher drehen, nehmen wir mal 501 Punkte. Und dann können wir es auch linear machen. Ja, oder 100, ist eigentlich egal. Übel nehmen. Okay. Und wenn wir das jetzt ausführen wollen, dann meckert er erstmal, dass ich es abspeichern soll. Das kann ich aber auch gerade tun. Der Quatsch, die sind 15, ne? So, wenn ich das jetzt ausgeführt habe, dann geht hier ein Display auf, ein anderes Fenster, und da kann ich erstmal hier ein kartesisches Diagramm mir besorgen. Und da kann ich, was will ich haben? S11, S21 will ich haben und S31 und da hätte ich gerne noch for reference S41. Also im Prinzip die erste Spalte der S-Parameter-Matrix. Ne? So, und dann sehe ich erstmal nichts, weil ich auch einen Fehler gemacht habe. Ich habe nämlich die Frequenz bei 2 GHz aufhören lassen. Wenn ich das für 5 GHz designe, war das jetzt nicht so clever. Ne? Ich hatte im Kopf 1 GHz. Da können wir ja meinetwegen bei 2,5 auch anfangen. Das ist ja schnell angepasst. So, geht's immer noch nicht. Mich hier verrechnet? Habe ich mich da verrechnet? Ja, ich kann euch sagen, wo ich mich verrechnet habe. Da kommt die 2 hin. Und dann kommt die 2 natürlich hier hin.
Und dann müssen das hier. Hä? Man sollte sowas nicht auf den Stand machen. Dann wird es natürlich jetzt ganz krass. Dann müssten das hier jetzt nämlich 66 werden. Nee, jetzt wird es schwierig. Das kann jetzt gar nicht werden. Doch, natürlich. 66. Okay, 0,93 und 0,08. Ich ändere das mal hier. Und die Länge sind 8,7 mm. Ja, genau. So. Also es geht schon, man muss nur richtig solche leichten Gleichungen halt auch richtig auflösen können. Ne? Das ist der Punkt. Das gibt wahrscheinlich jetzt Dislike, ist auch völlig egal. So, also. Die Rechnung oder die Überlegung war schon vollkommen richtig, nur die Ausführung war halt falsch. Ne? Ich muss hier nicht ZE plus ZO halbe da, also nicht das da einsetzen, sondern das ZE plus ZO ist dann 2Z. So, das ist der Punkt gewesen. Ne? Hätte man richtig machen müssen. Wenn man das ausrechnet, kommt man auf einen Unterschied von 32 Ohm. Gleichtakt reingeschoben 66, 34. Das ist jetzt total über den dicken Daumen, ne? Bitte. Nee, da kann ich Ihnen nicht sagen, weil es die so nicht gibt. Ich mache gerade weiter und dann gebe ich Ihnen aber eine Antwort auf die Frage, wo die Anschlusspunkte von ZE und ZO sind. So, die richtige Länge. Und dann habe ich hier dann doch einen anderen Wert rauskriegen müssen von 0,93, 0,08 und 8,7 mm. So, jetzt zu Ihnen. Wo sind die Anschlusspunkte? Ist halt. Na, es gibt die in der Form isoliert nicht. Sie haben diese vier Anschlusspunkte und wenn Sie jetzt einen Punkt von denen mit einer Leistung aufschlagen und nur den einen, dann erzeugen Sie eine Gegentakt- und eine Gleichtaktwelle. Gucken wir uns mal den Zusammenhang von 1 und von auf den beiden Leitungen an. Funktioniert aber auch nicht alles. So, auf den beiden Leitungen haben wir dann erste Leitung, zweite Leitung. Und wenn Sie jetzt nur Spannung auf die Leitung draufgeben, dann wollen Sie eigentlich das hier haben, ne? Plus U und 0. Das ist ja hier Leitung 1, kriegt irgendwie was drauf. So, das können Sie zerlegen in eine Gleich- und eine Gegentaktwelle. Also, beide haben U halbe. Das ist hier das Koordinatensystem 0, ne? 0, U halbe und die Gegentaktwelle U halbe minus U halbe. Wenn Sie das addieren, die beiden, kriegen Sie genau das daraus. Das obere, das, was Sie wollten. So, und die eine Impedanz, die gilt für diese Feldverteilung ZO. ZE und die andere gilt für diese Feldverteilung ZO. Naja, also diese beiden Feldverteilungen erfahren, weil sie auch unterschiedliche kapazitive und induktive Belege haben, erfahren unterschiedliche Impedanzen, auch unterschiedliche Ausbreitungskoeffizienten. Nicht? Und es werden, wenn sie nur ein Tor anregen, werden beide von diesen Wellen angeregt, in diesem Fall halbe halbe.
Sie könnten es auch andersrum machen. Sie könnten sagen, Sie legen nur eine Spannung an U2 und lassen U1 auf 0. Dann ergibt sich das auch wieder, nur dass eben dieses Bild hier unten geflippt ist. Also die Welle hier oder diese Feldverteilung, die Gegentaktfeldverteilung wird einfach als negativ dann, so wie gegenüber dem, was hier steht, draufgepackt. Dann hätten Sie nämlich hier die Spannung und da keine. Auf der anderen Seite keine, ne? So, also diese dedizierten Anschlusspunkte dafür gibt es hier so nicht, sondern es ist eine Frage, welche Welle Sie anregen. So, was wir hier jetzt gemacht haben, ist eben die unterschiedlichen Wellen angeregt, indem wir nämlich in unserer Vorstellung hier an Tor 1 was dran geben, an Tor 4 aber nichts, regen also Gleich- und Gegentaktwelle an und gucken uns an, was rauskommt. So, und das, was rauskommt, ist, dass dieser Koppler auf Tor 1, also rückwärts, mit ja, diesen 0,31 ist es jetzt etwa zurückkoppelt. So, hier haben wir jetzt aber die Amplitudenkopplung, also tatsächlich den Koppelfaktor drin stehen. Schön ist es ja immer, man hat das in dB da irgendwo stehen. Ne? Weil oft rechnen wir ja in dB. Das kann Qux nur, wenn man eine Formel spendiert. Da gibt es unter Insert Equation oder auf diese Taste hier drückt, kann man sich so eine Formel da rein generieren. Und wenn man da draufklickt, dann geht da auch so ein Editor auf. Kann man hier zum Beispiel S11 dB definieren als dB von S11. Die Klammerung muss so sein, wie ich sie gemacht habe. Können wir für alle dazufügen. Wenn wir das jetzt ausführen, dann ändert sich hier natürlich erstmal noch nichts. Greifen uns ein neues kartesisches Diagramm. Und da finden wir jetzt die Formeln und können die da schön reinnehmen. Ich mache es gerne noch in schön. So, und dann sehen wir tatsächlich, der S41, der geht hier bis auf fast exakt für 10, minus 10 dB hoch. Der geht bei 10 GHz. Warum geht es nur bis 10? Hat er bis 20 gemacht oder nicht? Habe ich mich vertan? Ja, nur 12, 10. Okay. Der geht bei 20, da ist es ja gerade Lambda halbe, geht er auf 0. Das ist das, was ich hier eben da in der theoretischen Formel da versucht habe zu erläutern. Ne? Also hier gesagt, es gibt die beiden Endpunkte bei 90 Grad, also Viertelwellenlänge. Haben wir gerade volle Kopplung. Bei 180 Grad, da haben wir eben gerade keine Kopplung. Das sehen Sie hier nochmal in der Simulation bestätigt. Also entweder Qux und ich lügen gleich oder es scheint zu stimmen. Hand vom Mond beim Gähnen. So, gleichzeitig sehen wir, dass in das Tor 2.1 natürlich die meiste Leistung rübergeht. Das wird hier ein Minimum lokales so in etwa. Ist ja auch klar, weil da natürlich auch das Maximum der Kopplung ist. Also da geht ja dann auch tatsächlich Leistung in den anderen Zweig rein. Ne? Die muss ja irgendwo herkommen. Generieren können wir die nicht. Dann haben wir das Tor 3.1. Das ist das hier. Also das Lilane. Das ist das, was jetzt hier in den Zweig reingehen würde. Da. Das liegt hier bei guten 20, ja, 23. Das heißt, der Unterschied zwischen diesen beiden ist ca. 13 dB und das ist die Richtwirkung zwischen beiden. Ne? Also wenn wir jetzt eine Welle aus der anderen Richtung kriegen würden, dann würde die auch auf dem anderen Tor ankommen. Aber wenn sie aus beide die gleiche Leistung haben aus beiden Richtungen, eben 13 dB unter der anderen sein. Ja?
Richtkoppler soll ja eine Richtung auskoppeln und also möglichst nur die eine. Das tut er, naja, bedingt gut, ne? Also 13 dB ist jetzt nicht die Welt. So, und dann haben wir noch S11 hier. Das heißt, das ist die Anpassung. Also wie gut passt das ganze Ding hier an eine 50-Ohm-Leitung dran? Und das ist jetzt hier mit besser als 25 dB sehr gut angepasst. Wir hatten es ja auch für 50 Ohm entworfen. Zwar hier relativ grob abgeschätzt, gesagt, ja gut, so in etwa der Mittelwert dieser beiden muss die Impedanz werden, damit das irgendwie angepasst ist. Das ist einigermaßen gelungen. Also auch diese, wie gesagt, man muss nur richtig rechnen, aber diese Näherung, die ich hier gemacht habe, war für den Entwurf vollkommen in Ordnung. Wenn Sie 25 dB Anpassung haben, wird das in der Regel reichen. So, damit haben wir unseren ersten verteilten Richtkoppler entworfen. Haben Sie alle? Cool, ne? Nicht cool? Gut. Okay, so. Dann können wir weitermachen. Was haben wir jetzt noch gelernt? Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Wir haben überhaupt uns mit dieser, jetzt einfach als reinkopieren, aber das reicht ja zum Start auch erstmal, mit dieser Struktur von Qux angefreundet, so ein bisschen. Also was braucht man immer? Man hat natürlich diese Elemente, die man simulieren möchte. Das ist unsere Schaltung, die wir eigentlich simulieren hier. Mehr ist das gar nicht, ne? Also dieses eine Element. Dann hat man diese Ports. Das sind 50 Ohm abgeschlossene Signaltore, wie man sie für diese Theorie der S-Parameter eben auch braucht. Wir sagen, ihr habt einen Simulationsblock, in dem wir ihm angeben, was er simulieren soll, nämlich S-Parameter und in welchem Frequenzbereich und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und wenn wir mit Mikrostreifenleitungen arbeiten, dann müssen wir ihm ja auch sagen, was für ein Substrat, respektive was für eine Platine wir verwenden, ne? Das ist alles. So, und da oben die Gleichung noch, damit wir die dBs haben. Das werden wir nochmal nutzen heute, weil wir ja vielleicht noch ein bisschen was Komplizierteres machen wollen als nur so ein Koppler. Aber für das, was er kann, ne? So, ja, HF-Technik ist schon eine coole Sache manchmal. Möchte jemand widersprechen? So, es gibt natürlich über Koppler noch eine Menge mehr zu wissen, ne? Wie Sie sich vielleicht denken können, weil das ist ja auch Einführung in die HF-Technik und wir müssen ja auch noch was für den Master lassen. Zum Beispiel ungleichförmige Power Splitter, also die in ein Tor, wir haben jetzt so einen kleinen Anfang gemacht mit 10 dB, aber die in ein Tor deutlich mehr Energie geben als ins andere. Ne? Breitbandig, das Ding hier war mal wieder schmalbandig, ne? Naja. Ups. Also es geht, was immer man jetzt als breitbandig oder schmalbandig bezeichnet. Also zwischen 4 und 6 kann man den, glaube ich, ganz vernünftig betreiben. Ne? So, aber er ist eben nicht über Oktaven breit. Ne? So, dann kann man natürlich auch mehrarmige Koppler machen. Man kann einen 180-Grad-Koppler bauen. Also wir hatten eben einen, da haben wir 90 Grad Phasendrehung zwischen den beiden Toren gehabt. Jetzt kann man einen noch mit 180 Grad bauen. Den braucht man für bestimmte Mischerarten. Und dann gibt es also Modifikationen zu diesem Richtkoppler, der sogenannte Lange-Koppler, der eben so ein der ist von Herrn Lange entwickelt worden. Das sind Interdigitalkoppler, die dann auf eine spezielle Art und Weise miteinander verbunden werden. Der ist dann einfach viel breitbandiger. Das sind jetzt einfach nur, es ist im Prinzip Name-Dropping, was wir hier machen, ne? Wenn nicht. So, Filter. Was ein Filter ist, wissen Sie, glaube ich, grundsätzlich. Nicht? Wir haben über Resonanzkreise und sowas ja gesprochen in der Grundlagen-E-Technik. Wir haben über Tiefpassfilter vor allen Dingen gesprochen. Über Hochpass auch so ein bisschen. Bandpass haben wir, glaube ich, nur den Resonanzkreis damals gehabt, mehr nicht. Also wir haben da keine Durchlassbandformungen oder sowas vorgenommen. Naja, also es gibt eben einen ganzen Zoo von möglichen Art und Weisen, wie man eben solche HF-Filter im HF-Bereich, überhaupt Signalbereich aufbauen kann, mit konzentrierten Elementen, das, was Sie schon kennen, also L und C, taucht bis, ach hier, die Frequenzgrenzen, die müssen Sie, wie war das, cum granum salis nehmen, also mit einem Korn von Wahrheit. Also wenn Sie jetzt mal einen finden, der bis 501 MHz geht, dann heißt das noch lange nicht, dass ich hier was falsch gemacht habe. Nicht? Also mag auch einen geben, den Sie bei einem Gigahertz machen, das kommt auf den Anspruch an, den man hat. Die Aussage ist jedenfalls, mit konzentrierten Elementen kommen sie nicht übermäßig hoch. Ne?
Weil die Spule so mies ist. Die Spule hat eben in der Regel einen relativ schlechten Gütefaktor aufgrund der Verluste, ne? Die macht ein Problem. So Applikationen, LC-Filter haben sie eigentlich immer und überall, ne? Und wenn sie nur verschlüsselt als Anpassglieder auftauchen. So, Helix-Filter, wo man eine Helix nimmt, ein Feld darauf anregt und zur Resonanz bringt, wird im Wesentlichen verwendet hier für diese Cordless-Telefons bis 1 Gigahertz. Keramikfilter und Quarzfilter, da werden, ja, also hier werden keramische Resonatoren, keramisch gefüllte Resonatoren angeregt, bis 30 MHz höhere Güten. Zwischenfrequenzfilter in Empfängern sind das oft. Quarz, hier werden wir akustisch, ne? Also hier wird eine elektromagnetische Welle in eine akustische Welle umgesetzt. Ein Quarz, also ein Kristall zum Schwingen gebracht. Und das passiert sehr, sehr schmalbandig. Also diese akustische Resonanz von so einem Quarz, von so einem harten akustischen Material hat eine sehr hohe Güte, sehr wenig Verluste, das sehen Sie hier. Und verwendet wird das natürlich in Uhren, ne? In so ziemlich jeder Mikrocontroller-Schaltung oder jeder zweiten Mikrocontroller-Schaltung. Sie können den natürlich auch ohne Quarz betreiben, ne? Aber ganz häufig ist dann eben doch einer dabei oder bauen Sie einen mit rein. Wenn Sie das weitersetzen, hier wird der Kristall als solcher angeregt. Wenn Sie nur die Oberflächenwelle anregen und so eine Surface Acoustic Wave, dafür steht SAW, anregen, auch eine akustische Welle, die elektromagnetisch auf dem Piezokristall angeregt wird, dann von einem Tor zum anderen wandert und da dann wieder umgesetzt wird von Akustik in Elektromagnetik, dann haben Sie eben so einen SAW-Filter. Da können Sie auch aufgrund der Anregungsform den Frequenzgang formen, geht bis 3 GHz, ich meine auch schon höher, hohen Güten im Bereich der Tausende, und das ist eigentlich so das Arbeitspferd in der Kommunikationstechnik, ne? Der Nachteil ist, den können Sie als Nutzer nicht wirklich selber designen. Den können Sie aus dem Katalog aussuchen, und wenn er drin steht, dann ist gut. Und wenn er nicht drin steht, dann können Sie irgendwie bei einem SAW-Filterhersteller anrufen und sagen, baust mir einen. Dann nennt er Ihnen wahrscheinlich eine astronomische Summe und dann sagen Sie, ach, lass mal. Also die werden für Applikationen speziell gebaut. Und wenn es für Sie passt, ist es gut. Und wenn nicht, dann eben nicht, ne? Also so ein typisches Ding steht im Katalog oder. Also für die meisten von Ihnen, wer jetzt hier bei einem Epcos oder sowas anfängt und die selber bauen möchte, der wird dann tiefer einsteigen da, ne? Also es gibt schon Ingenieure, die auch die bauen, ne? So ist das jetzt nicht. Bitte? Die waren schon immer da, genau. So, Transmission Lines, da werden wir gleich ein bisschen tiefer reingucken. Da haben wir auch schon ein bisschen was gesehen. Also da werden Resonanzen auf Leitungen genutzt. Die Güten sind ja auch nicht so gut, weil da geht es eben einfach auch um Leitungen auf Substraten, die verlustbehaftet sind. Also verlustbehaftete Leitungen auf verlustbehafteten Substraten macht die Güte klein. Das können Sie auf Keramika auch bauen. Dann wird es kleiner, weil Sie ja hier, Sie haben es ja hier schon wieder gesehen, bei 5 GHz, das Teil war 9 mm lang, der Koppler, den wir hatten. Sie sind dann ja immer in irgendwelchen Halbwellen, Viertelwellenlängen, Größenordnungen unterwegs, nicht? Und wenn Sie das kürzer machen wollen, müssen Sie halt die Welle kürzer machen zum Beispiel. Kann man mit Keramika machen. Finite Bulk Acoustic Resonance Filter. Da werden einfach auch wieder akustisch, ja, ich sag mal, Blöcke von Material angeregt zu Schwingungen. Dasselbe wie für SAW gilt, oder ähnliches wie für SAW gilt, wenn sie denn da sind, dann ist gut. Dann stehen sie halt im Katalog, und wenn nicht, dann kriegen sie auch keinen so schnell, ne? Also außer sie winken da mit Millionen Stückzahl von irgendwas, nicht? Dann natürlich, dann macht man alles für sie. Die elektrischen Resonatoren, das sind so kleine Pillen, nicht verschlucken, zeige ich Ihnen gleich was. Und dann eben noch Hohlraumfilter, haben wir auch, die im Wesentlichen hier auch für High Power und Radaranwendungen gebraucht werden, weil diese Kavitäten, diese Hohlräume vom Rechteckhohlleitern, auch die müssen ja für Resonanz im Bereich von Lambda halbe oder so groß sein. Kann man ausrechnen, dass das dann inklusive der Brandung relativ schnell, relativ groß und schwer wird. Sowas wollen Sie nicht am Handy, am Ohr haben, dann kippen Sie so ein bisschen nach links über. Ja. Aber die haben halt sehr hohe Güten, gehen bis sehr hohe Frequenzen hoch und können vor allen Dingen echt eine Menge Leistung ab. Deswegen werden die in Basisstationen eingesetzt, im Mobilfunk, ne? Oder wurden. So, nochmal kurz zur Wiederholung. Nee, werden.
Kommt drauf an. Zur Wiederholung, Serien, Resonanzkreise. Ja, das ist die Mutter des Filters im Prinzip, ne? Also irgendwann wird alles hier zu R, L und C, entweder in der Form oder in der Form. Hier die Impedanz liegt der Serienschaltung natürlich am nächsten. Und hier die Admittanz liegt auch der Serienschaltung am nächsten. Und Sie sehen, dass eben hier das Omega L, ich nehme mal nur dieses Beispiel, linear ansteigt, während das 1 durch oder hier minus 1 durch Omega C vom Betrag her fällt. Die beiden kompensieren sich in der Resonanz. Und Sie sehen hier nur noch da, dann nur noch den ohmschen Widerstand R, der da ist. Und hier unten folgt das Ganze, der Betrag der Impedanz eben der Kapazität und hier oben eher der Induktivität. Ne? So, übliches Spiel sollten Sie kennen. Wenn nicht, gehen Sie zurück auf Los, ziehen Sie keine 4000 Euro ein. Ja, nochmal kurz die Güte zur Wiederholung. Das ist eigentlich wirklich nur hier, was ist die Güte? Resonanzfrequenz durch Bandbreite gibt man hier oft an. Und es ist eigentlich die gespeicherte Energie in Bezug auf die Verlustenergie. Ne? Achso, das geht ja nicht, wenn ich. Fangen wir mal an mit konzentrierten Elementen. Hier ein Resonator, das ist genau der Aufbau, den wir in der Messtechnik mal einmal vermessen haben, im Kern. Ne? Wenn Sie sich erinnern, mit dem LabVIEW genau, nicht? Wenn Sie sich erinnern, wir hatten das hier aufgebaut, oder eigentlich haben wir L und C gehabt und es ergab sich natürlich ein R, weil wir Verluste irgendwo haben. Das hier war die Soundkarte bei uns. Wenn Sie sich erinnern, dann wurde das schmalbandiger, wenn Sie diesen Widerstand hier höher gemacht haben. Und weil das im Prinzip hier der Generator ist und dieser Widerstand hier natürlich, weil er relativ niederohmig ist mit seinen wahrscheinlich 50 Ohm, zur Belastung dieses Resonanzkreises beiträgt. Den wollen wir ja sehr hochohmig haben, wenn wir dann aber 50 Ohm als Innenwiderstand des Generators da im Prinzip nochmal wieder parallel schalten, dann geht die Güte ganz schön in die Knie. Das heißt, wir haben hier eine belastete Güte, die definiert wird nicht aus der reinen Güte des Schwingkreises mit R durch Omega L hier für den Parallelresonanzkreis, sondern mit eben der Parallelschaltung dieser beiden Widerstände. So, und das ist natürlich ein Problem. Wenn ich hier immer 50 Ohm als Generator-Innenwiderstand schon irgendwo parallel schalte, dann kriege ich keine guten Güten hin. Das kann nichts werden. Wenn ich jetzt noch daran denke, dass ich vielleicht auch noch 50 Ohm hier habe, weil ich da noch messen möchte, ne, gucken möchte, wann der in Resonanz ist. Es macht ja keinen Sinn, den nur in Resonanz zu haben. Ich will es ja immer irgendwo messen. Und wenn es nur eine Uhr ist, um den Takt abzunehmen oder so. Ne? Also Messungen müssen Sie sich jetzt nicht unbedingt vorstellen wie ein Oszilloskop, sondern wie irgendwas, was noch die Energie abnimmt. Ne? Operationsverstärker oder eine Fettschaltung oder so. Ne? Ja, also wenn ich das mache, dann geht das hier ganz schön schnell in die Knie und ich kriege keine scharfe Resonanz hin, die ich hier suche. So, also muss ich versuchen, das hier abzukoppeln voneinander. Und das kann ich hier machen mit einem vernünftigen Kapazität zum Beispiel, die dann auch klein genug ist. Damit kann ich hier, wenn ich hier eine Serienparallelwandlung mache und das da reinpacke, kriege ich aus diesem Widerstand der Quelle plötzlich was sehr Hochohmiges hin und dann ist das, was ich gerne hätte, erfüllt. Nämlich die Güte, also der Resonanzkreis weit genug kapazitiv abgekoppelt. So, muss ich machen und wenn Sie es sich erinnern, in der Messtechnik LabVIEW-Übung haben wir das tatsächlich auch gemacht. Die haben den Widerstand hier mal höher, hochohmiger gemacht und dann wurde die Kurve auch schmalbandiger. Das war so ein Nebeneffekt. Das ist Ihnen vielleicht gar nicht so aufgefallen, weil ich habe ich vielleicht auch gar nicht erwähnt damals. Aber wer Zeit hatte und sich nicht nur mit LabVIEW beschäftigt hat, sondern ein bisschen an der Schaltung gespielt hat, dem ist das vielleicht aufgegangen. So, Resonanzkreis. Wir hatten die Welle ja schon im Rechteck-Hohlleiter in zwei Dimensionen eingesperrt, x und y. Wir haben dann die Moden gefunden. Und die eine Ebene hatten wir, die eine Raumrichtung hatten wir freigelassen. Das war eben die Wanderwelle da drin. Wenn wir jetzt die da auch noch einsperren, indem wir aus diesem Hohlleiter, dem Rechteck-Hohlleiter hier eine Box machen, ne, dann wird das noch in einer weiteren Dimension eingesperrt. Also auch da kann jetzt nur noch ein Sinus reinpassen, der am Ende so geformt sein muss, dass er die Randbedingungen hier erfüllt.
Also sprich, das tangentiale elektrische Feld muss da und da an den beiden Endflächen dann auch wieder 0 werden. Wenn wir das tun, dann kommen wir darauf, dass wir hier Resonanzfrequenzen auch in genau der Form, wie wir es vorher eben gehabt haben, nur jetzt eben mit dreidimensionalem Boden, da aufbauen können. Wobei jetzt das A noch zusätzlich hinzugekommen ist. Bislang hatten wir nur die Dimension oder die Größen B und D für den Rechteckhohlleiter. Da, jetzt haben wir die eine noch dazu. Ich habe die Nummerierung hier der Moden ein bisschen anders gemacht. Wir hatten früher sonst nur N und M. Jetzt haben wir N, M und L. Jo, da kann man mit rumrechnen. Das haben wir aber gar nicht vor. Wir können uns das angucken, wenn ich es schnell zum Laufen kriege. Und zwar. Mal, dass es geht. Das sieht schon mal schlecht aus. Jetzt habe ich mir gedacht, das wird auch gleich nicht anders werden. Dann muss ich, das kann ich aber, ich krieg's hin, keine Angst. Aber nicht so. Das ist auch nur bedingt spannend, glaube ich. Das wird alles aufgezeichnet, ne? Naja, dann machen wir es doch so. Dann starten wir es doch einfach über die Homepage. Ja, und schon geht's, ne? So. Dann kann man sogar drehen. Also hier haben wir jetzt so einen Würfel, der als Kavität angeregt wird. So, das ist aber neu jetzt hier, das war sonst nicht so. Also Mode 000 macht natürlich keinen Sinn. Wir brauchen schon mindestens eine Mode hier. Da 010, also mindestens eine Welle muss ja dann irgendwie tatsächlich sich einsperren lassen. Genau. Oder umgekehrt. Ja, sie lagen, da kommt sie drauf an. Aber ja, das eine ist Maximum, das andere ist Minimum und dazwischen ist der Nulldurchgang, ne? Bitte? So, ja, das sieht man, also, ist glaube ich begrenzt spannend. Genau, man könnte das jetzt besser zusammen, sollte es besser zusammenschneiden vielleicht. So, was Sie schon mal gesehen haben auf einem einführenden Bild war der dielektrische Resonator. Ich suche Ihnen das Bild noch mal raus, auch wieder Stunden später. Ja. Jetzt muss ich mir nur die Seite merken, das ist die 380, damit wir. Da ist er nämlich.
So. Größer geht's nicht. Das ist ein dielektrischer Resonator. Das sieht ja so ein bisschen so aus wie eine Kopfschmerztablette, ne? In etwas kleiner geschnitten, sollte man nicht verschlucken, ist aus einem dielektrischen Material, aus einem Keramik gebaut mit einer hohen DK, 80, 100 oder so, Bariumtitanat oder sowas in der Richtung, ne? Damit das Feld da eingesperrt werden kann. So. Und sich dann eben tatsächlich Moden ausbilden können. Der Unterschied zur Kavität ist jetzt, dass es keine vollständige Reflexion an den Grenzflächen gibt. Also wenn Sie tatsächlich da versilberte, polierte, metallische Flächen haben, dann gibt es da eben einfach 100%, naja, nahezu 100% Reflexion. Es gibt eigentlich kaum Feld, was in das Material reingeht und aus der Kavität, aus dem Hohlleiter herauskommt. Das ist bei einem dielektrischen Resonator natürlich ein bisschen anders. Da gibt es auch Feld außerhalb der eigentlichen Pille. So, das magnetische Feld sieht so aus, wie hier gezeigt, also geht vertikal dadurch, während das elektrische Feld so eine azimutale Komponente hat. So, das kann man jetzt so nutzen, um das anzuregen. Sie haben gesehen, wir hatten das magnetische Feld, das eigentlich hier so durchging in alle Richtungen. Kann also ganz ideal angeregt werden von einem Leiter, der daneben läuft, mit einem Strom, der jetzt in diese Richtung hier rein und raus geht. Denn der hat nämlich genau das magnetische Feld, das eben da durch den Resonator durchgehen würde. So, damit können Sie das magnetische Feld anregen. Und damit haben Sie das Teil jetzt auch hier dran elektromagnetisch angekoppelt. Und wenn der jetzt in Resonanz ist, dann zeigt er eben hier ein völlig anderes Verhalten als außerhalb der Resonanz, wo eben das Ding im Prinzip unsichtbar wird, ne? So. Ja, was haben wir zur idealeren Ankopplung? Mag es Sinn machen, das ganze Teil so ein bisschen höher zu stellen? Das ist hier so ein optionaler Spacer, der das hier so ein paar Millimeter oder ein paar Bruchteile von Millimeter anhebt. Und oben drüber hat man dann noch so eine Schraube, mit der man das Feld nochmal so ein bisschen verziehen kann und damit auch die Resonanzfrequenz von dem Ding manuell tunen kann. Also da schraubt man dann tatsächlich rum, bis man den eben auf der richtigen Resonanzfrequenz hat. So, die Resonanzfrequenz kann man effektiv so angeben, wie es hier steht. Ist eine Näherung dafür natürlich, hängt also ab vom Volumen oder von der Entenwurzel 1 durch das Volumen. Und hier als Beispiel, wir haben Epsilon R von 37, der Strich meint der Realteil des Epsilon R. Durchmesser 5 mm, Höhe 2,3 mm, läuft dann eben auf eine 10 Gigahertz, 10,1 Gigahertz Resonanzfrequenz hinaus. Ne? Wäre also was man für so einen Satellitenreceiver im LNB brauchen könnte. So, das Ding hat natürlich einen Temperaturgang, wie da steht. Und die Güte, der Quality Factor, der wird bestimmt aus dem Verhältnis des Realteils vom Epsilon R zum Imaginärteil, nicht? Es gibt hier drin ja im Wesentlichen die elektrische Verluste, wenn wir mal das, was außenrum ist, außen vor lassen. Und das Verhältnis hier zwischen Realteil und Imaginärteil im Epsilon R bestimmt eben dann die Güte, die bis zu 100.000 pro einzige Sekunde gehen kann als Faktor QU mal F0. Wenn Sie jetzt mal rannehmen, was dieses F0 ist, dass das eben auch ein hoher Wert sein kann, dann ist die Güte gar nicht mal so dramatisch groß, ne? Aber für so einen Oszillator da oben am Dach für den LNB eben ausreichend als erster Empfangsoszillator. Nicht? Die genaue Frequenzkorrektur für zum Beispiel ein digitales Satellitensignal oder so, das müsste sie dann natürlich im Receiver machen, auf der Zwischenfrequenz von irgendwo 1 bis 2 Gigahertz oder noch tiefer. Das Modell für die Ankopplung ist das hier. Die Ankopplung wird beschrieben hier über so einen Trafo, eine lose Ankopplung hier, wobei diese Parameter jetzt eben nicht wirklich gewickelte Spulen oder sowas sind, also irgendwelche Windungen sind, sondern die finden Sie simulativ oder experimentell raus, ne, dass Sie hier eben diesen Übertragungsfaktor n haben oder n Quadrat haben. Und dann ist der eigentliche Resonator diese Parallelresonanz hier oben. So, auch diese Werte müssen Sie so ein bisschen hinschieben.
oder aus dem Datenblatt rausnehmen. Oberflächenwellenfilter. Das ist eher so ein schematisches Bild dafür. Sie haben hier eine Quelle. Diese Quelle regt Elektroden an. Da unten drunter ist ein Piezo-Kristall. Hier, und wenn Sie jetzt mal davon ausgehen, dass Sie oben Plus haben, unten Minus, dann haben Sie hier ein elektrisches Feld von Plus nach Minus, von Plus nach Minus, ne? Plus nach Minus und so weiter. Dann können Sie sich selber denken. Und dann kriegen Sie natürlich hier Kontraktionen oder Expansionen des Materials hin, was letztlich zu einer Welle führt, die auf der Oberfläche hier jetzt eigentlich in beide Richtungen sich dann ausbreitet. Da wird sie irgendwie weggemacht. Und hier wandert sie zu einer Gegenelektrode, wo dann eben hier wieder die Kontraktion und die Expansion des Materials zu verschiedenen unterschiedlichen Feldern führen, die sie dann hier als Spannung abnehmen können. Ne? Also das ist das prinzipielle, gucken Sie, das ist die prinzipielle Funktion von den Dingern. Und darüber, wie diese Fingerchen hier geformt sind, welcher wie lang ist, wie groß der Abstand davon ist, können Sie die Frequenzantwort hier dieses gesamten Filters bestimmen und sich hindesignen. Jo. Weil das hier gedämpft wird. Also das meinte ich mit wegmachen, ne? Also das wird dann reflektionsfrei abgeschlossen an der Stelle. Also ist es dann, wie der Kristall quasi seine Geometrie hat? Ja. Und wieder auf Material. Das ist das mit dem Gezackten. Ja, das soll das heißen. Hey. Das ist ein Chip eigentlich. Also Sie kaufen das Ding fertig in einem Chip, aber ja, das ist so ein Klötzchen da innen drin. Mit Strukturen drauf. Ja, also man kauft das als Chip, als SAW-Filter. Können Sie hier bei Fresnel oder sonst wo nachgucken. Ich gibt es auch hier auch für den HF-Bereich fürs WLAN. Ne? Okay, so. Wir können hier über die Pulsantwort gehen, das ist, und daraus dann eben die Frequenzantwort dieses Filters dann eben generieren. Ich habe hier ein Ergebnis mal rausgesucht, das ist, glaube ich, das, worauf es ankommt. Jetzt geht er wieder nicht mehr, oder bin ich im Falschen? Verstehe ich nicht. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Jetzt geht es wieder. So. Das ist das, was hier garantiert wird, hier von so einem WLAN, EBCOS-SLW-Filter. Das ist die garantierte Kurve. Hier auch mit dem Minimum, da sehen Sie, der gibt Ihnen hier, was sind das hier, garantiert Ihnen etwas besser als 3 dB oder so. Also das Ding hat nicht übermäßig gute Durchlasseigenschaften, sondern schon relativ gute, relativ starke Dämpfungen, ne? Weil eben diese Wandlung elektroakustisch vorliegt, weil natürlich auch die Dämpfung am Rand vorliegt, wo natürlich auch Energie verloren geht. Ne? Hat aber sehr scharf abfallende Flanken hier, wie man sie eben braucht, wenn man hier zwischen 2,4 und 2,45 oder 2,48, was hat er da unten? 2,5, genau, Gigahertz, das Durchlassband haben möchte. So, was so ein bisschen verführerisch ist, ist, wenn Sie jetzt ein Design machen, das sich an solchen Sweet Spots oder sowas anlehnt, ne? Wo Sie also hier einen Nachbarkanal hinlegen wollten, beim WLAN ist das üblicherweise nicht so, aber es könnte ja sein, dass Sie jetzt sagen, Sie wollen da irgendwie und UMTS ähnliche Aufgabe erfüllen und so, und dann haben Sie jetzt einen Filter, das hat hier ein ganz besonderes Minimum, und Sie legen da irgendeinen Dekoraszillator drauf oder da ist irgendeine Störung, und dieses Filter macht Ihnen diese Störung hier ganz wunderbar weg. Hat sich zufällig so ergeben, ne? Aber Ihr Design stützt sich eben darauf ab, dass dieses Ding wirklich da ist. Dann kann es passieren, dass eben der Hersteller da plötzlich eine andere Charge macht und dann ist dieses Minimum nicht mehr hier, sondern ist vielleicht ein bisschen da oder ist ein bisschen da, und plötzlich performt Ihr Gerät wesentlich schlechter, eventuell auch gar nicht mehr innerhalb der Regularien, die so vorgegeben sind. Ne?
Das heißt also, das ist ganz schön gefährlich, sich darauf zu verlassen, das hier ist das, was garantiert wird, ne? Und das ist reichlich die Base daneben, ne? Also, ich habe sowas schon erlebt, dass eben Leute sich wirklich auf so ein Minimum hier abgestützt haben und das war dann eben in einem Prototypen auch drin. Aber als das Ding, dieses Filter in Serie ging, dann war das eben weg. Ja, ich glaube, wenn sie sich nur hier drauf abstützen, dann kommen sie auch nie zum Ziel. Ne? Also ich wollte an der Stelle mal ein bisschen warnen. Was das Teil auch hat, hier ist natürlich auch eine ganz wunderbare, hier sehen Sie es ja noch krasser, ne? Da. Ist ja auch eine ganz gute Fernabselektion, also das Ding hat hier keine mehreren höheren Resonanzen, hier zum Beispiel bei der doppelten Frequenz oder so, sondern das ist eben auch einfach dann weg. Da ist jetzt nur noch Rauschen. Nee, nicht garantiert. Wird übrigens auch ganz massiv davon bestimmt, wie Sie die Masseanbindung von dem Ding hinkriegen. Ja, wenn Sie die Masse von so einem SAW-Filter schlecht anbinden, nicht flächig aufgelötet kriegen, was weiß ich, über Vias oder sowas nur anschließen oder so, schlechte Vias anschließen, dann rutscht das hier ganz schnell ganz hoch. Wir reden hier natürlich auch hier über ein Hunderttausendstel der Leistung, hier über ein Zehntausendstel der Leistung, da über ein Tausendstel der Leistung. Nicht? Also wir sind hier bei 99,999 und so weiter Prozent. Ne? Irgendwas vergessen dazu zu sagen? Ja, so, Finite Bulk Acoustic Resonance Filters. Vorteile davon, relativ hohe Güte, die kommen gut mit Leistung klar. Leistung meint hier der untere Wattbereich. Ne? Also SAW-Filter haben irgendwie so ein bisschen Probleme, wenn sie die mit mehreren Watt oder sowas beaufschlagen. F-Bar-Filter kommen da weiter. Sie sind, weil rein passiv und nicht auf Halbleitern beruhend, nicht elektrostatisch sensitiv. Man kann sie wunderbar integrieren mit Silizium, was man mit den SAW-Filtern so ohne weiteres nicht kann, weil man da ein ganz anderes Material für braucht. Aber sie sind relativ teuer, weil das Design teuer ist. Und das ist das, was ich eben sagte. Wenn sie im Katalog stehen, ist es gut. Und wenn sie nicht im Katalog stehen, müssen sie sich darum kümmern, dass sie reinkommen. Weil ansonsten ist es zu teuer, dass einer so etwas für sie wirklich designt, wenn sie kleine Stückzahlen haben. Ne? So, hier ein Beispiel für einen UMTS-Band TX. Das RX-Band würde hier liegen. Deswegen ist dieses Filter auch so designt, dass es genau hier ein Minimum hat. Also da möglichst wenig durchlässt. Damit hier eine Trennung der beiden Kanäle, der andere würde hier liegen, eine gute Trennung der beiden Kanäle vorliegt. Ne? Sie sehen hier eine sehr gute Durchgangskurve. Hier ist nochmal die Anpassung gezeigt, da, also die Kringel im Smith-Diagramm. Das geht was? Nicht? Nee, das ist das ganze TX-Band des UMTS, ja. Sie machen auch auf der HF-Ebene nicht die Kanalselektion. Nee. Das macht man ja, digital oder auf der Zwischenfrequenz, ja. Also der soll auch das Ganze, also ich meine, das, was Sie an der Antenne von Ihrem Handy haben wollen beispielsweise, ist ja auch ein Filter, das alles, ja, durchlässt. Also das ganze Band durchlässt, weil auf welchem Kanal Sie sind, wissen Sie ja da an der Antenne noch nicht. Und dann müssten sonst, also wenn Sie das wüssten, müssten Sie es, oder ja, selbst wenn Sie es wüssten und so ein Filter, ein schmalbandigeres Filter da oben einsetzen, müssten Sie das ja tunbar machen. Und tunbare Filter sind nicht so einfach. Also wird dann wieder größer als Ihr Handy, ne? Aber ich möchte mal was gucken. Oh, das war nix. Gibt's das noch? Gibt's noch? Da
ACPF 7500, haben wir den ja irgendwo? Sieht ihn einer? Nö, ne, gibt's nicht mehr. Nehmen wir doch das hier. So, nur damit man mal sieht, dass es die Teile wirklich gibt und wie sie aussehen, also einfach mal live, so ein Datenblatt runtergeladen. Also das ist auch so ein Bausteinchen, ne? Da. So wird er angeschlossen. 0,9 dB Dämpfung haben wir, also was heißt wesentlich besser? Besser als das, was man von einem SAW-Filter verlangen würde, den man auch eher bei niedrigen Frequenzen dann vielleicht einsetzen würde. 27 dBm Power Handling. Haben Sie noch irgendwelche Kurven drin? Nö. Da, ne? Weil die Masseanbindung wieder mal kritisch ist, ne? So, haben wir denn 1? 4 geht's raus, da. Und 2, 3 und 5, das ist die Masseanbindung da, ne? Jetzt gucken wir doch mal, ob wir den noch finden hier. SAW, WLAN B 94829. So, na gut, ist schon ein bisschen älter. Das könnte jetzt, ist jetzt. Vergleichbar auch vom Aufbau her. Was kann er? Das ist die Mittenfrequenz. Guck mal, jetzt hat er hier natürlich eine Dämpfung von 2,4 bis 2,9 dB. Da hatte der F-Bar nur 0,9. Haben wir, das sind die garantierten Dämpfungen. Haben wir da noch irgendwas Interessantes stehen? Was kann er an? Ich suche gerade, ob Sie es, vielleicht sehen Sie es, was da an Powerhandling ab kann. Da. Ich weiß zwar nicht, warum da jetzt TX-Band 1 steht, aber egal. 15 dBm. Ja, also es ist deutlich weniger als das, was wir eben gesehen haben. Bitte? Wenn nicht so viel reinkommt, was ich dann direkt in die Station stelle. Ah,
Okay, das ist jetzt Kleinkram, den brauche ich nicht mehr. Naja, wenn ich das richtig sehe, dann ist der Haupteinsatzbereich von dem Ding ja wohl, deswegen steht hier auch die 2140, dass er Ihnen das UMTS-Sendeband aus dem WLAN raushält, ne? Also sprich, das Band, das hier liegt, das soll er möglichst stark dämpfen und das hier soll er durchlassen. Also eigentlich soll er nur das durchlassen, aber der Hauptstörer, der da vermutet wird und gegen den das Ding eingesetzt werden soll, ist eben dieser UMTS. TX, das UMTS-TX-Band, ne? Dass das rausbleibt. Jo. Was kostet Ähm. das Teil? Das müsste nicht sehr genau sein, nur grob. Das weiß ich nicht. Gucken wir doch hier beim DigiKey gerade nach. Also es würde mich jetzt einfach Ja, mich interessieren, interessiert es ja auch, deswegen damit gucken wir da einfach mal. ich mir eine Vorstellung Wie hieß habe. denn der? Ja. B9429, ne? Ja, ich meine, ja. SAW-Filters, drei Items, da. Jetzt wollen wir hoffen, dass da auch ein Wert hintersteht. Gut, der ist obsolet, haben wir natürlich daneben gegriffen, ne? Jetzt hörst du es hin, das machen wir mal. SAW-Filter. Welcher das jetzt ist, ist ja auch egal. Im Prinzip schon. Die steigen jetzt nicht mehr neben einem Frequenzband, neben dem WLAN und dem UMTS-TX-Band. Was ja sicher ist, aber das ganze Frequenzband ist voll. Also da ist überall was. Aber vielleicht nicht so verbreitet und so viel wie das UMTS. Also ich kann es Ihnen jetzt aus dem Kopf nicht sagen, was da alles noch ist. Da müssen Sie mal in dem Frequenznutzungsplan, können Sie parallel gerade machen, im Frequenznutzungsplan der Bundesnetzagentur nachgucken. Also bnetza.de und dann mal Frequenznutzungsplan suchen und also ich glaube fast, wir kriegen das so schnell jetzt nicht raus, was der kostet. Ja, also nur weil Sie auf dem Spektrumanalysator noch nichts finden, heißt das ja noch lange nicht, dass da nur wirklich auch wirklich gar nichts ist. Aber der Hauptstörer, ne, es gibt nicht nur den, aber der Hauptstörer ist dieses UMTS-Band, der da vermutet wird. Aber es sind auch andere Dienste und andere Dinge da erlaubt, nur vielleicht nicht überall, ne, und so verbreitet. Gucken wir mal beim Fresnel oder Element 14. Da, ne? 236. Okay. Sehen Sie das? 236 da. Das ist Gucken. doch im Euro-Bereich, nicht zum Sektor. Habe ich nicht gesagt. Nee, ich meine nur, also ich habe jetzt gedacht, dass es in so 10 Cent Bereich nicht ist, also 10, 20 Cent. Aber Was haben Sie? Also, gucken wir mal, bei Element, also wenn Sie tatsächlich ein Handy bauen oder einen WLAN-Sender oder Hub oder sowas bauen, dann kaufen Sie nicht bei Element 14 ein. Damit fängt es an, das machen wir. Und, wenn Sie
tatsächlich was für einen größeren Markt machen. Dann sprechen Sie mit den Leuten anders, dann verhandeln Sie anders, dann kriegen Sie wirklich ganz andere Preise. In der Elektroindustrie ist so viel Skaleneffekt drin. Ne? Also das kann, also da ist, ich will jetzt nicht behaupten bei dem Stück, aber es ist in manchen Stücken auch der Faktor 10 oder einfach mehr drin. Ne? Ja, und Sie kommen, an die Preise kommen Sie natürlich nicht ran, weil die natürlich gut gehütet sind. Das wird Ihnen auch kein Einkäufer und auch kein Verkäufer so verraten. Ne? Uns hier, da, vorlaufende Kamera. Ne? So. Ups, ich wollte doch eigentlich... Ja. Was? 3000 Gigahertz? Nee, da wollen Sie nichts machen. Okay, F-Bar hatten wir jetzt auch kurz. Jetzt gucken wir uns mal Filterdesign an. Darum geht es jetzt eigentlich. Also wir machen jetzt mal in Sachen Filtern das, was man tun kann, jenseits von wir holen uns den aus dem Katalog und nehmen den, der im Katalog steht. Ne? Da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Wir können ja zum Beispiel Leitungsfilter selber bauen. Wir können zum Beispiel auch LC-Elementfilter selber bauen. Ne? Sollten Sie das mal machen müssen. Und das Schöne an dem Filterdesign ist tatsächlich, dass man das fast von vorne bis hinten durchrechnen kann. Das ist was für kalte Winter. ja, das ist was für kalte Winter, wenn man mal... Also es ist, das ist aber einfach toll daran. Also Sie können hier wirklich eine Synthese betreiben, die mit einer Idee für die Durchlasskurve anfängt und am Design endet. Das können Sie fast nirgendwo anders. Also immer, wenn Sie zum Beispiel irgendwie einen Verstärkerschalter mit einem Halbleiter oder sowas entwerfen da drin, mit einem Transistor oder sowas da drin, dann haben Sie natürlich eine Idee, Teile davon können Sie rechnen, dann müssen Sie es aufbauen und können Sie wieder analysieren, ob es dann funktioniert. Also Sie machen das immer iterativ. Wenn Sie das hier tatsächlich mit der Idee, mit der Mathematik anfangen können und bis zum Design durchsynthetisieren können, das ist das Tolle am Filterdesign. Findet das noch jemand gut hier? Ich hoffe mal. Ja, danke schön. Ja, das andere können Sie auch am PC machen, aber mit Optimierungsroutinen. Ne? Das hier können Sie tatsächlich von oben nach unten durchrechnen und das können wir am PC gleich auch mal tun. So, also, womit starten Sie? Es gibt wahrscheinlich verschiedene Varianten mit so einer Power-Loss-Ratio. Und dieser Power-Loss-Ratio ist eben das, was Sie an Leistung verlieren wollen. Ne? Hier unten ist das mal aufgeführt. Hier wollen Sie im Durchlassband, hier gezeigt für einen Tiefpass, natürlich nichts verlieren, während Sie dann hier hinten die höheren Frequenzen wegmachen wollen, also verlieren wollen. Ne? So, definiert das 1 durch 1 minus Rho Quadrat oder 1 durch 1 minus Gamma mal Gamma Stern, was dasselbe ist wie Rho Betragsquadrat oder Gamma Betragsquadrat. Nicht? Okay, so, und dann können wir uns das vorgeben als zwei Polynome, dieses Verhältnis hier hinten zumindest. Also wir können das PLR schreiben als 1 plus M von Omega Quadrat durch N von Omega Quadrat. Und für so einen Butterworth-Filter würde man jetzt zum Beispiel dieses N wählen als 1 und das M wählen als K Quadrat Omega durch Omega C hoch 2N. Also einfach so ein reines Polynom. Ne? Nee, ist das? Ja, also ein Polynom, wo nur die höchste Potenz überhaupt auftaucht. Also was wie X Quadrat, X hoch 4, X hoch 5, X hoch 6 oder so und nicht so eine komplette Kette bis zu dem Polynom dann. Ne? Das führt dann zu einer natürlich so einem polynomialen Verlauf hier, der dann hier zunächst flach ist und dann einfach so als Form dieses Polynoms hochgeht. Sie kennen die Parabel alle. Hoffe ich. Nee, weiß ich. Da bin ich ganz sicher. Das hat, diese Wahl hier hat den Vorteil, dass das hier sehr schön flach verläuft, dann aber sehr weich ansteigt eigentlich hier an der Kante. Und wenn ich als Kante oder als Maßstab für den Durchlass nehme, was hier genau an der Kante, also Omega gleich Omega, Omega durch Omega C gleich 1 passiert, da würde man sagen, okay, hier habe ich irgendwie meinen Durchlasspunkt, wo eben die maximal erlaubte Power-Loss-Ratio hier von 1,07 oder sowas aufgetreten ist. Das muss ja nicht unbedingt der 3dB-Punkt sein. Ne? Wenn ich jetzt aber schon an dem Punkt bin, dass ich das Durchlassband definiere, bis eben das hier passiert ist, also dieses 1,07 in diesem Fall, dann ist das ja schon irgendwie willkürlich. Nicht? Also ich sage, hier soll alles flach verlaufen, aber das hier zählt noch zum Durchlassbereich, da darf es dann eben so schlecht werden. Das Willkürliche daran ist, dass ich sage, an diesem Punkt darf es so schlecht werden, anderswo nicht.
wenn ich das Ganze jetzt aufweiche und sage, es darf in dem ganzen Bereich so schlecht werden, weil warum soll dieser Punkt hier ausgezeichnet sein gegenüber dem oder dem? Ne? Warum? Also könnte ich auch gleich diese Spezifikation aufweichen und sagen, hier darf es so schlecht werden und dann darf es meinetwegen an ein paar anderen Punkten auch so schlecht werden. Wenn ich das erlaube, dann kriege ich dafür einen höheren, einen steileren Anstieg dieser Kurve, weil ich mir nämlich ein Polynom nehmen kann, das da steiler ansteigt. Diese Polynome mit dem steilsten Anstieg sind diese Chebyshev-Polynome, die hier mit Tn Quadrat Omega durch Omega c erwähnt werden. Also wähle ich hier für m ein Chebyshev-Polynom, dann kriege ich eben auch im Durchlassbereich solche Rippel dahin, also irgendwelche Zonen, wo ich höhere Verluste habe, aber habe dafür den steilstmöglichen Anstieg. So, damit habe ich Ihnen jetzt zwei Sorten von Filtern gezeigt. Es gibt noch verschiedene andere hier, die ich jetzt... Jo. Kann ich die das theoretisch in Reihe schalten? Natürlich kann man die in Reihe schalten, ja. Aber warum sollten Sie das tun? Dann nehmen Sie doch einfach gleich ein mehrkreisiges Filter. Das kriegen Sie ja nicht hin. Also Sie haben ja, wenn Sie einen Filter haben mit einem Rippel und danach eins, das maximal flach ist, dann haben Sie danach einen Filter, das einen Rippel hat. Also das Einzige, was Sie dann kriegen würden, ist, dass dieser Rippel wahrscheinlich kleiner ist als der dann irgendwo da läge und der Durchlass wäre dann irgendwo hier oder so. Also es würde einfach nur so ein bisschen schiefer werden. Aber warum sollte man das tun? Also wenn man schon erlaubt, dass es irgendwie im Durchlassbereich auch einfach Rippel gibt, da kann man sich auch gleichmäßig erlauben. Also es mag sein, dass es da irgendwo eine Applikation gibt, wo da genau das, was Sie sagen, Sinn macht. Aber jetzt für die Masse wahrscheinlich eher nicht. Ja, dann mache ich trotzdem nur einen Filter, dann habe ich durchgehend irgendwie. Ja, Sie nehmen einen Filter mit der entsprechenden Güte. Also die Güte, das sehen wir gleich, wird sich bestimmen aus dem, was Sie hier als Anstieg brauchen. Und das bedeutet dann auch, wie viele von diesen Rippeln Sie da drin haben, beispielsweise, also wie viele Kreise Sie haben, wie viele L und C Sie hintereinander packen müssen. Jo. Aber dann müsste quasi der Spitze vom Rippel noch unter dem sein, wo ich sage. Also ja, natürlich. Also dieses Rippel müssen Sie so definieren, dass das hier Ihre Spezifikation für die Applikation nicht reißt. Das ist schon klar. Aber das haben Sie an der Hand. Naja, wenn ich das jetzt gewählt habe, dann kriege ich hier solche Kurven für den Anstieg raus. Einmal für Butterworth gezeigt und einmal für Chebyshev gezeigt und erlaubt für 1 dB Rippel. Also hier, das da macht 1 dB aus. Jo, und dann sieht man schon hier, diese Kurven verlaufen doch merklich flacher als die Kurven hier verlaufen. Der Maßstab hier ist der gleiche und in beiden Fällen der gleiche. Und wenn Sie jetzt irgendwelche Sperranforderungen haben, daraus kommt es ja, deswegen bauen Sie einen Filter. Sie bauen Filter ja nicht, damit was durchkommt, sondern weil Sie was aussperren wollen. Ne? Und dann kommt ja auch eine Forderung an, wie viel muss ich denn aussperren? Also wie stark stört mich mein UMTS-TX-Band und um wie viel dB muss ich es dämpfen, damit es mich nicht mehr stört? Ne? Das ist ja die Forderung für den Sperrkreis, für die Sperrung. Naja, und dann haben Sie hier im Logarithmus Omega durch Omega C. Hier wäre also genau die Kante des Durchlassbereichs, die ja hier links kommen würde, aber nicht gezeigt ist. Und das hier ist eben der Anstieg des Sperrbereichs für n gleich 1, 2 und so weiter bis 7. Sie sehen, je mehr Elemente Sie nehmen, was Sie natürlich vorher wussten, desto steiler wird der Anstieg hier. Und der ist eben hier merklich flacher für Butterworth da als für Chebyshev. Chebyshev kann man auf viele verschiedene Arten schreiben. Ich habe es hier mal auf die amerikanische gemacht. Ich glaube, auf der Folie davor auch. Ne? Jo. Naja. Hopsa, da wollte ich nicht hin. Ich wollte noch. Ich wollte noch das für Butterworth zeigen hier unten. Das ist auch gar nicht mehr drauf gekommen. Mist. Gut. Nicht so sauber produziert worden. So. Sodass Sie hier mit der Mutter aller Filter irgendwo enden. Sie haben bislang immer, haben wir im Wesentlichen mit RC und LC-Filtern gearbeitet, wobei das R meiste irgendwie sowieso dem Generator oder der Last geschuldet war. Also irgendwie so da reinkam und eigentlich würde man ja in einen Kreis, mit dem man Signale verarbeiten will, nicht notwendigerweise ohmsche Verluste einfügen wollen. Ne?
ist ja ein bisschen widersinnig, weil macht ja bloß Rauschen und Leistung weg, ne? So, man hat aber natürlich hier einen Generator und eine Last auf beiden Seiten. Das sind diese ohmschen Teile hier jetzt, ne? Und dazwischen sieht man zu, dass man hier nur rein reaktive Elemente packt. Hier prototypisch und auch dimensionslos bezeichnet mit Kappa, Kapazitäten, Induktivität und so weiter, ne? Und die hier, die Anzahl der Energiespeicher, gibt Ihnen dann noch an, wie viel Ripple Sie haben und wie stark die Kurve sein wird. So, und worum es geht, ist, diese Elementwerte zu bestimmen. Naja, das kann man aus Formeln tun. Es gibt aber auch ganz dicke Bücher dazu. Ich habe es leider nicht mit. So ein ganz berühmtes ist das Buch von Matthew Young Jones. Photoshop-Filter, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Also ist jedenfalls bekannt unter dem Namen der Matthew Young Jones. Ist eigentlich die Filterbibel für solche Entwürfe. Und da finden Sie solche Tabellen eben drin, nicht? Wenn Sie jetzt eben hier mit n gleich 1 arbeiten wollen, dann sind die Kappas eben hier 2 und 1 zu wählen. Das heißt, Sie könnten hier jetzt wählen, das ist sowieso 1. Dann haben Sie eben das Ding hier, was 2 wäre, was jetzt erstmal noch gar nichts sagt. Ich sage Ihnen gleich, wie man es umrechnet. Und dann dahinter, der mit n plus 1, der wäre auch 1. Dann heißt letztlich, die Generatorimpedanz ist das gleiche wie die Lastimpedanz. Das ist ja das, was wir typischerweise haben, nämlich 50 Ohm. Und dazwischen hätten Sie ein C, was eben einen Kappa-Wert von 2 hätte. Wäre jetzt einfach nur ein Tiefpassfilter, ne? Ein C, das macht einen Tiefpass. So, wenn Sie auf die Ordnung 2 gehen, haben Sie schon 2 Elemente. Das wäre jetzt also ein C und dann ein L und dann wieder die 50 Ohm. Oder die Lastimpedanz, wenn Sie 3 hätten, dann wäre das C, L, C, C, L, C, L und so weiter und so fort. Nicht? Und diese Werte können Sie jetzt also den Cs und den Ls zuordnen. Und das hier ist die Formel, wie Sie es umrechnen. Wobei Omega jetzt hier die Eckfrequenz ist, also die Grenzfrequenz, die wir da definiert haben. 3 dB ist hier nicht richtig in dem Zusammenhang. Z0 ist die Impedanz, auf der Sie arbeiten. In der Regel, also für uns meist 50 Ohm, kann aber natürlich auch was anderes sein. Und die Kappa-Werte nehmen Sie der Tabelle. So, und dann können Sie hier sofort L und C bestimmen. Und das war's. Dasselbe können wir für den Chebyshev machen. Hier, da sieht man nur, dass die geradzahligen Filter hier zu Kappa-Werten führen, die eben nicht 1 sind. Also würde man die eher vermeiden. Und würde eben hier arbeiten mit C, L, C. Also so ein T-Filter typischerweise, ne? C, L, C, L, C, C, L und so weiter, ne? Und auch das wäre einfach nur ein C. Das Ganze können wir auch mal durchspielen hier, wenn Sie mögen, als Tiefpassfilter in Qux. Machen wir mal alles neu. Ja, speichern auch gerne. Dann nehmen wir mal die Tools. Wir könnten es auch von Hand machen. Aber nehmen wir mal ruhig die Tools. Filtersynthese. Na, was haben wir? LC P-Type. Dann nehmen wir meinetwegen den. Als Filtertyp nehmen wir mal den Butterworth. Tiefpass ist gut, 50 Ohm ist gut. Eckfrequenz meinetwegen 3 Gig, 1 Gigahertz. Und dann haben wir genau das Filter, das wir haben wollten. Er hat die Formel hier schon automatisch eingefügt. Und wir gönnen uns hier gleich die beiden S-Parameter. Ne? Also so schnell kann es gehen, dass man sowas hat. So, ich schieb mir mal gleich daneben
noch ein Chebyshev in der gleichen Gesundheitsordnung. Passband-Rippel gönne ich mir die 1 dB. Jo. Wahrscheinlich jetzt nicht ganz so funktionieren. So, das Problem hier, was auftaucht, ist, soll ich Pause machen oder soll ich gleich weiterreden? Ich meine, sind Sie noch dabei? Also, oder, also nicht, dass ich jetzt hier irgendwie, dass es zu schnell ist und Sie kriegen dann die Hälfte nicht mit, das macht ja keinen Sinn, ne? Also, was Sie hier jetzt sehen ist, der hat das hier neu eingefügt und diese Ports sind jetzt eben 3 und 4. Hier steht aber noch alles auf Ports 1 und 2. Und ein zweites Simulationsfeld brauchen wir auch nicht. Was wir machen müssen, ist hier gerade die Gleichung ändern. Ne? So, dann fügen wir das mal zu und wollen mal gucken, was passiert ist. Doch, hat doch ganz gut funktioniert. Bitte was? Also Sie müssen einfach hier die Anzahl der die Portnummer plus 2 machen. Weil er schreibt das so nur mit 1 und 2 hin und Sie sind jetzt bei 3 und 4. So, was Sie sehen, ich hoffe mal, man sieht das auch bei den Zuschauern zu Hause, ist natürlich der deutlich stärkere Abfall hier des Durchlassbandes. Ne? Also das sperrt einfach deutlich besser. Hier sind wir ja schon bei, was weiß ich, 6, 7 dB oder sowas da. Ja, ja, 8 dB oder so, die das dann einfach hier bei 5 GHz besser ist. Sie sehen aber auch da oben im Grünen so ein bisschen diesen Rippel und Sie sehen vor allen Dingen, und das mag Sie dann vielleicht mehr stören, als dass ein bisschen Leistung hier oben verloren geht, Sie sehen auch diese relativ schlechte Anpassung hier. Ne? Also an der Stelle haben Sie ihm ja erlaubt, dem Filter, dass er Leistung zurückreflektiert. Das ist eben das mit der Power-Loss-Ratio, wenn die eben nicht null ist oder wenn die hochgeht. Ne? Die Leistung kann natürlich nicht in L und C verbraten werden, weil L und C keine Leistung verbraten können. Ne? Er kann das nur zurückliefern und dann haben Sie eben hier nur eine Anpassung von 7 dB oder so. Also das mag Sie eventuell bei dem Filter mehr stören als hier oben da den Durchlass. Ne? So, können natürlich auch noch ein bisschen mehr rumspielen hier, dass man vielleicht das Ganze mal auf ein höherkreisiges Filter setzt. Ich mache mal, fangen wir mit dem Butterworth, fange ich mal an. Nehmen wir mal Ordnung 9. So, die Gleichung brauche ich auch nicht mehr. So, jetzt ist natürlich das Butterworth-Filter hier deutlich besser geworden, ne? Weil es hat ja die wesentlich höhere Ordnung, aber wir können natürlich nicht ein neunkreisiges ein Filter der Ordnung 9, Butterworth mit einem Chebyshev der Ordnung 3 vergleichen. Das ist ja ein bisschen gemein. Ne? Deswegen gönnen wir uns da auch mal gerade einen 9. So, wir brauchen die Gleichung nicht. Wir brauchen und da sehen Sie, da sehen Sie auch hier den deutlich stärkeren Abfall. Achten Sie mal hier auf die Skala. Ne? Also es ist natürlich akademisch hier, also das kann man sicherlich ausrechnen. Aber aufgrund verschiedener Effekte wird man es wohl kaum erreichen. Ne? 50 dB hier. Also 50 oder 30 oder so, das glaube ich schon noch. Aber hier 200 dB oder so ist natürlich schon eine Menge. Ne? Das, aber mit idealen Elementen kann man natürlich immer ganz, ganz viel machen, ne? Was sich dann doch nicht realisieren lässt.
Und jedenfalls sehen Sie, dass eben deutlich stärkerer Abfall zwischen den beiden Filtern vorliegt. Aber Sie sehen nach wie vor auch hier diese Rippel, die da oben auftauchen, auch in der Reflexion. Ne? Ja, die sind nach wie vor bei diesen 7 dB, ne? Die wir da eben hatten. Ja. Also als reine LC-Kette würde man das so nicht, ist es wahrscheinlich selten. So, wenn man so einen Filter braucht mit so einer Sperrcharakteristik, würde man eine andere Technik einsetzen, weil man jetzt ja mit der Güte eigentlich gar nicht hinkommt. Ich habe hier ja unendliche Güte eigentlich, ne, weil ich unendlich gute Elemente habe. Ne? Unbelastete Güte. Wenn Sie ein neunkreisiges Filter haben wollen, würden Sie eine andere Technologie verwenden. Also eine von diesen anderen, die wir da haben. SAW oder so, ne? Was man mit LC sicherlich macht, ist 5, 7 oder sowas. Aber dann ist wahrscheinlich auch Schluss. Also wobei ich jetzt auch wieder nicht hundertprozentig ausschließen will, dass man das nie jemand mal so gemacht hat. Ne? Und nicht Amateurfunker oder sowas eigentlich täglich bauen. Ne? So, aber also im kommerziellen Bereich würde man sich eher eine andere Technik, würde man eher eine andere Technik nehmen, weil auch die Dinger sind ja nicht umsonst. Ne? Die brauchen ja Platz, die Spulen sind teuer. Ne? Also wenn Sie so eine HF-Spule mal nehmen hier, die dann mit einem Euro oder so oder zumindest guten Bruchteilen von einem Euro zu Buche schlägt, dann da können Sie auch was anderes verkaufen, ne? Für das Geld. Gut. Das ist hier damit das Rezept für den Entwurf eines Filters. Wir haben das jetzt ein bisschen einfacher umgesetzt, weil wir nämlich einfach hier die Berechnung genommen haben. Aber das ist eigentlich das, was da drin steckt. Also man hätte das jetzt auch von Hand machen können. Ich habe Ihnen das erspart. Seien Sie mir dankbar oder vielleicht auch nicht. Also der Weg ist einfach, nehmen Sie die Eckfrequenz, nehmen Sie den Maximum Loss, den Ripple, suchen Sie sich die Empfindlichkeits- oder die Selektivitäts- oder Sperrbereichsdefinitionen raus. Daraus kriegen Sie dann die Ordnung daraus. Nehmen Sie die Prototypen, die normalisierten KPN-Werte, die Sie aus Formeln oder Tabellen kriegen. Wir haben nur den Weg über die Tabelle gemacht oder das Programm. Die benutzen da die Formeln, ne? Die ich Ihnen nicht mal gezeigt habe. Rechnen Sie das um in L und C. Und das ist es. Und das machen wir dann nach der Pause. Wir sehen uns um 20 nach 10 wieder.